Nun hat die Fäule auch die letzten unserer Höfe in den Ostprovinzen verschluckt. Vor dem Winter werden wir die Kornspeicher der Hauptstadt nicht mehr füllen können. Wenn es sie dann überhaupt noch gibt. Die Plage ist bereits in greifbarer Nähe. Und ihr verliert euch in Jammer und Zank. Eure Heiligkeit? Benötigt das Kaiserreich fruchtbares Land? Sehet doch nach Süden. Ihr meint die Besitztümer des Kristalldominiums? Das Abkommen bindet unsere Hände. Wir haben geschworen, die Grenzen ihres Staates zu respektieren. Kardinal, schworen wir auch tatenlos zu hungern? Was ich damit sagen wollte, das ist aber... Das kann ja also... Situation. Die Tore von Oriflam ächzen ob der Flut derer, die vor der Fäule fliehen. Ohne genug Brot für die Mäuler innerhalb der Stadt, was bleibt da für jene außerhalb? Doch anstatt, dass ihr euch Fragen wie diesen stellt, kreuzt ihr lieber die Schwerter mit den Valutern und schickt unsere Soldaten zu Tausenden in den Tod. Unser Reich blutet, während hier bei einem müßigen Teekränzchen geschwätzt wird. Und ihr schimpft euch die fünf Weisen. Sanbrek ist nichts ohne seine Bürger. Wir haben ihnen zu dienen. Wenn ihr Land zugrunde gerichtet wird, ist es unsere Pflicht, Neues zu erschließen. Eure Heiligkeit, meint ihr einen Eroberungsfeldzug? Genau das ist meine Absicht. Es ist Zeit zu expandieren, nicht zu plaudern. Dies ist der Wille Quigos. Man wird sich empören. Wir müssen einen Weg finden, das Volk zu beschwichtigen. Woher nehmen wir das Geld? Allein die Armee, wer bezahlt das alles? Jemand wird die Dalmeker in Schach halten müssen. Ich halte euch nicht auf. Wir haben alle viel zu tun. Wo ist mein Sohn? Prinz Dion ist an der Straße von Ota stationiert. Wenn ihr wünscht, kann ich seine unverzügliche Rückkehr in die Hauptstadt veranlassen. Das wird nicht nötig sein, doch weist ihn an, sich vorerst zu schonen. Bahamuts Kräfte werden bald wieder gebraucht. Wie ihr befehlt. Kann doch nicht sein. Du willst uns sagen, dass die Mutterkristalle der Grund für die Fäule sind? Bist du verrückt? Du bist nicht der Erste, der fragt, aber nein, bin ich nicht. Wir haben es alle selbst gesehen. Einöden, wo einst grüne Wiesen waren. Land so tot ohne Äther, dass nicht mal die Ratten geblieben sind. Aber wo ist all der Äther? Ich habe Jahre gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass die Antwort direkt vor mir stand. Dort, in denselben Kristallen, deren scheinbaren Segen wir so schätzen. Na gut, hör zu. Dieser Kristall. Wie wirken wir damit überhaupt Magie? Antwort: indem wir der Luft Äther entziehen. Und wo kommt dieser Kristall her? Ist doch klar. Der kommt von einem Mutterkristall.
Ganz genau, Gav. Nur passt dieser Kleine hier eben besser in die Tasche. Aber die Mutterkristalle sind gewaltig. Einige so groß wie Berge. Darin liegt das Problem. Überleg doch nur, wie viel Äther etwas von der Größe sammeln kann. Wo der dann aber hinfließt? Tja, ich kann nicht alles wissen, oder? Man sagt, die Mutterkristalle seien heilig. Ihr Äther ein Geschenk des Himmels. Jahrhunderte haben sich die Länder im Kampf darum gegenseitig zerfleischt. Kann es wirklich sein, dass das niemand erkannt hat? Naja, wer weiß. Vielleicht wurde es vertuscht. Vertuscht von wem, denkst du? Der Obrigkeit, den Göttern selbst. Du willst jetzt also etwas dagegen tun. Das heißt, wir helfen Trägern und Domini nicht mehr? So meine ich das nicht. Meine Versprechen halte ich immer. Aber wenn wir weitermachen wie bisher, dann ist das Schicksal dieser Welt besiegelt. Und wir können ja schlecht unsere Leute befreien, wenn sie alle tot im schwarzen Dreck liegen. Das wäre wohl auch keine Welt, in der wir selbstbestimmt leben, oder? Dann wäre alles umsonst gewesen. Tja, sieht aus, als müsste die alte Ordnung erst unters Messer, um eine neue aufzubauen. Was sagt ihr? Seid ihr dabei? Sollten dir wohl langsam auch etwas Vertrauen schenken. Ein Ja hätte es auch getan. Aber trotzdem schön, euch dabei zu haben. Dafür brauche ich wohl etwas mehr als ein paar Tränke. Bist du da reingestolpert? Aber man muss sagen, mir fällt dazu immer der äquivalente Tausch ein. Eine Alchemie. Ja, oder Energie halt, ne? Mhm. Weil irgendwo was weggenommen wird, muss ja auch wieder ein Ersatz her, ne? Wenn man sich jetzt so vorstellt, dass der Äther eigentlich so die Lebensgrundlage ist, ist klar, wenn ich sie der Welt entziehe, ist irgendwann nur noch Verderben da, ne? Wenn alles, was man uns über die Mutterkristalle erzählt hat, eine Lüge war, dann frage ich mich, worüber man uns noch getäuscht hat. Ich gebe euch beiden kurz Zeit zu packen. Wir wollen ja nicht auf halbem Weg nach Oriflam merken, dass ihr was vergessen habt. Wieso? Dann fliegt nochmal Eis zurück und dann geht das. Sehr schneller wie wir. Wir haben hier genug Arbeit für hunderte Paar Hände. Uns kaum genügend Leute, um das alles zu bewältigen. Ein Glück, dass wir dich und Jill haben. Kurze Verschnaufpause muss auch mal sein. Ja, Verschnaufen ist wichtig. Hinten noch? Hm, da ist auch noch. Ein Grüne da. Puppel. Was willst du denn? Alles weg. Sogar der Brief. Du hast einen Brief verloren? Ich hoffe, er war nicht wichtig. Nicht nur einen Brief, sondern alles. Meine Tasche hat ein riesiges Loch und ich, Trottel, habe es nicht bemerkt. Fehler können jedem mal passieren. Das ist mehr als nur ein Fehler. Ich bin ein Kurier. Wenn ich es nicht schaffe, Sachen von A nach B zu bringen, zu was bin ich dann gut? Zu gar nichts bin ich gut. Ich hab's verbockt. Wegen mir gibt's keine Kräuter für die Krankenstube, kein Fleisch für die Küche, keinen Nachschub für niemanden. Aber
Das Schlimmste an der Sache ist der Brief. Der war nämlich für Sid bestimmt. Er wartet schon tagelang darauf. Hast du schon den Weg abgesucht? Wenn ich könnte, würde ich ganz Sturm auf den Kopf stellen. Aber die Fluchbrecher da draußen warten alle schon dringend auf meine nächste Lieferung. Nein, nein. Ich werde Otto und Sid die Sache beichten müssen. Die ziehen mir das Fell über die Ohren. Viel Glück. Na schön. Ich gehe die Sachen für dich suchen. Meinst du das ernst? Oh, vielen Dank. Die Vorräte waren schließlich fürs Versteck. Sag schon, wo soll ich suchen? Vielleicht bei Gultans Hof. Ich hatte es eilig und bin dort durch die Rebstöcke gestolpert. Kann gut sein, dass ich mir meine Tasche dabei aufgerissen habe. Wenn du die Sachen findest, tust du den Menschen hier einen großen Gefallen. Und wenn du Sids Brief findest, rettest du mir den Hals. Ich werde ihn schon finden. Ach, das wäre großartig. Jetzt muss ich aber schnell los. Die Fluchbrecher zählen auf mich. Zu Gultans Hof findest du sicher alleine, oder? Und bitte, beeil dich. Sid ist nicht gerade für seine Geduld bekannt. Nein, ganz sicher nicht. Gut, dann werde ich jetzt zu Sid gehen und bitten. Postbote hat deinen Brief verloren. Da draußen wird der Brief nicht unbeschadet bleiben. Ich sollte so bald wie möglich nach Sandberg. Ja, das machen wir ja auch. Du idiot nicht, ne? Gleich, richtig? Ja. Er klang überhaupt nicht glücklich. Okay. Armhälzige Trägerin, aha. Er ist sonst nie so spät. Wo bist du, Randall? Ist alles in Ordnung? Entschuldige bitte. Ich war ganz in Gedanken. Es geht um meinen Freund, weißt du? Er ist unterwegs und sollte längst zurück sein. Ein Träger ganz allein ohne Begleitung. Warum hat er das Versteck verlassen? Arbeit. Wir brauchen die Gill, auch wenn es gefährlich ist. Das Versteck kann nicht nur von Luft und Liebe leben. Karin tut zwar, was sie kann, aber das allein reicht nicht. Ah! Du warst Soldat, nicht wahr? Bei den Kaiserlichen? Das stimmt. Darf ich dich um einen Gefallen bitten? Ich bin zu alt, um draußen herumzuirren. Würdest du ihn für mich suchen? Weißt du, ich bin immer so schwer beschäftigt. Mal schauen, wie er reagiert, ja. Überlass das mir. Oh, danke. Was weißt du noch über deinen Freund? Sein Name ist Randall. Und du wirst ihn wohl in Kielbrück finden. Er arbeitet für Quinten, den Schankwirt. Der wird bestimmt mehr wissen. Ich rede mit ihm. Pass auf dich auf, mein Freund. Nochmals, danke. Ja, zuerst will ich das andere machen. Und den reden und zum Hof, alles klar. Dann Mokidit. Ja, öffne die Weltkarte. Teleportiere mich zur Stadt der Anfänge. Schon wieder falsches Spiel. Spielbrück. Das ist mit Handvoll Gil. Schau erstmal in deinem Terminkalender nach. Ja. Weiß nicht, ne? Der ist immer so ausgelastet. Ja, so ein netter Kerl, der macht sowas, ne? Irgendwo hier könnte der Kurier seine Lieferung verloren haben. Ich halte besser die Augen offen. Hä? So, geht drauf. Doch. Gut. Hier bin ich wohl richtig. Bin ich gerade noch irgendwie an? Nee, da. Mehr von den Sachen. Ihr hättet aber wütend verloren, ne?
Viel mehr wird er nicht dabei gehabt haben. Aber keine Spur vom Brief. Ich könnte rumfragen. Vielleicht wurde er gefunden. So wie du angezogen bist, wirst du wohl nicht bei der Weinlese helfen. Bist du auf dem Weg zu Quinten? Ich suche nach einem verlorenen Brief. Hast du hier zufällig einen gefunden? Nein, tut mir leid. Falls du ihn doch noch entdeckst. Moment, vorhin habe ich einen Hund gesehen, der irgendetwas im Maul hatte. Das könnte ein Stück Papier gewesen sein. Wer weiß, vielleicht war das ja dein Brief. Wo ist der Hund jetzt? Er ist Richtung Kielbrück gerannt. Sah mir nicht nach einem Streuner aus. Bestimmt wird er dort von jemandem versorgt. Nach Kielbrück also. Danke. Ja, da muss ich ja eh hin. Mal ganz ehrlich, so eine tiefe Stimme habe ich jetzt gerade bei der nicht gedacht, ne? Da musste ich irgendwie an Lotti denken. So, er war betrunken. Na, dann verständlich. Das wird eine richtig gut. Könntest du mal ein bisschen schneller laufen? Haben's eilig. Ist hundertprozentig ein Liebesbrief? Oder ist es das Hentai-Magazin? Fisch ist gesalzen und geräuchert. Das finde ich gut, dass er gesalzen und geräuchert ist. Schmeckt am besten. Da haben wir den Übeltäter. Tut mir leid, Kleiner. Auf den wartet jemand. Und zwar schon viel zu lange. Ich bin doch dafür leckerlich. Vorher gibt's ja auch immer. Auch bei Hunden muss man tauschen. Aber was essen wir heute Abend? Aber woher wusste der Krämer, dass seine Tochter... Ein Freund von Quinten ist doch mein Freund. Jetzt auch nicht. Ansatzweise. Eine Notenrolle ganz mich am Arsch lecken mit so viel. So reich bin ich nun auch wieder nicht. Kämpf weiter für die Sache. Ja, natürlich. Wir kämpfen immer für die Sache. Für das und nichts anderes. Weise, Schwarzbrot, Käsebrett, Hartwurst, Räucherforelle. Oh, Gemüseeintopf. Bergschokobo in Weinsoße. Hartfisch mit Kräutern? Ja, schmeckt auch gut. Würzige Fischsuppe. Frank, Wasser. Holtand 870. Weinbrand. Eisergold. Mhm. Aha, aha. Oh, Quinten. Oha, wenn das nicht Sitz junger Schützling ist. Was verschafft mir denn die Ehre? Ich suche einen Träger namens Randall. Man sagte mir, er arbeitet für dich. Er hätte vor einer ganzen Weile zurück sein sollen. Sein Freund hat mich um Hilfe gebeten. Randall, sagst du? Der Gehilfe? Oh ja, ich kenne ihn. Heute hat er gut zu tun, da wundert es mich nicht, dass er spät dran ist. Wenn ich es allerdings recht bedenke, sollte er doch langsam zurück sein. Ich gehe ihn suchen. Wo ist er denn hin? Er sollte einen meiner Männer südlich von hier treffen, auf Lauberts Forstweg. Ich hoffe doch, es ist ihm nichts passiert. Gib mir sofort Bescheid, Clive. Okay. Kann ich noch einen Schluck haben? Nein. Bleibe ich ja durstig. Kannst du nicht bekommen. So. Es hat nämlich schon alles weggefuttert. Die Sonne geht unter. Er hat die Speisekarte einmal rauf und runter.
das ist der richtige Weg. Ein Instinktiv. Um Orientierungssinne. Ist jetzt wieder laufen? Wenigstens noch was einsammeln kann. Echt schmerzerfüllt. Okay, gut. Geht es dir gut? Quentin Siegel, du gehörst zu uns. Was für ein Glück. Wildstimme. Sie haben uns angegriffen. Randall wollte sie unbedingt weglocken. Der Kerl hat wirklich mehr Mut als Verstand. Wo ist das passiert? Weiter da vorn. Auf der Lichtung. Bitte. Geh und rette ihn. Ich werd's versuchen. Geh du zurück nach Kielbrück und erzähl alles Quinten.